herzlich willkommen zum Webinar der IV Solution. Gewinnen Sie als Energieversorger die 360-Grad-Sicht auf den Kunden zurück, auf Ihre Kunden zurück. Mein Name ist Ralf Dietz. Ich arbeite im Team Stammdaten Business Partner und bin heute Ihr Moderator für das Thema. Möchte Sie anhand von drei Schritten durch das Thema führen, Ihnen das Thema nahebringen. Erstens möchte ich die Ausgangssituation beleuchten, die sich für Energieversorger ergibt. Dann darauf aufbauend eine Lösungsarchitektur aufzeigen, die wir umgesetzt haben. Und ich möchte dann noch auf einzelne Punkte eingehen, zu welchen Geschäftsanforderungen es welche Lösungen bzw. Lösungsvorschläge gibt. Lassen Sie uns starten. Worüber reden wir heute? Wir reden davon, dass es für Energieversorger oder allgemein Versorgungsunternehmen grundlegende Änderungen aufgrund der regulatorischen Vorgaben aus dem Unbundling gibt. Unbundling, auf Deutsch dann eben Entflechtung, beschreibt die Trennung von Netz und Vertrieb bei Versorgungsunternehmen, so wie es eben per Energiewirtschaftsgesetz vorgeschrieben ist. Die Hintergründe davon sind, dass jedes Teil, vor allen Dingen das Netz, eigenverantwortlich wirtschaften soll und nicht, ich sage es einfach, quersubventioniert sein soll durch andere Bereiche. Deswegen Trennung mit dem Fokus auf Netz und Vertrieb. Gibt es, wie Ihnen sehr sicher bekannt ist, für den Bereich Strom und für den Bereich Gas. Im Bereich wäre ja auch noch denkbar, im Bereich Wasser gibt es nicht, ist mir jetzt auch nicht bekannt, dass das geplant wäre. Und was das Energiewirtschaftsgesetz nun eben vorschreibt, ist, dass eben buchhalterisch, informell, organisatorisch und gesellschaftsrechtlich entflechtet werden muss. Das heißt, der klassische EVU, der Netz und Vertrieb in einem macht, zumindest auf Stadtebene ist das ja klassisch so, den darf es eben nicht mehr geben. Das hat verschiedene Auswirkungen. Wenn, wie vorgeschrieben, die Netzgesellschaft abgetrennt wird, wenn sie nicht unter die De Minimis-Klausel fallen, also quasi Kleinbetrieb sind, dann entstehen durch das Auftrennen der Kunden in Netz- und Vertriebssparten doppelte Datensätze. Jeder Kunde ist dann doppelt im System vorhanden, sofern er sich eben in ihrem Netz befindet und einen Vertrag mit ihnen erhält, einen Strombezugsvertrag als Beispiel oder Gas. Das bedeutet dann auch, dass sie Entschuldigung, über die Marktkommunikation eben auch einen Mehraufwand bei der Datenpflege haben. Sie müssen die Daten austauschen zwischen Netzgesellschaft und Vertriebsgesellschaft über die Marktkommunikation, wie es die Regeln eben vorschreiben. Dadurch haben Sie einen Mehraufwand in der Datenpflege. Und was Sie vor allen Dingen haben, Sie haben intern die Verlust der Gesamtsicht auf den Kunden. Wir können also nicht mehr sagen, der Hans Meier, der bei mir eben den Netzanschluss hat den Vertrag XY für den Strombezug. Was bedeutet das? Wir haben hier ein Schaubild, das die Gegensätze darstellt zwischen der Kundensicht und der Versorgersicht. Die Sicht, die der Kunde hat, ist natürlich eine andere, die Sie als Energieversorger auf den Kunden haben. Und mit dem Unbundling ergeben sich
Na, sag mal Spannungsfelder, was erwartet der Kunde und was können Sie als Energieversorger dem Kunden bieten? Ich fange mit den wichtigsten Punkten an. Der Kunde erwartet bei einem modernen Versorger, dass er Transparenz über die eigenen Kundendaten hat, über die Produkte und über die Nutzung. Einerseits auf einer klar strukturierten Papierrechnung, andererseits auch über ein Self-Service-Portal. Darüber hinaus erwartet der Kunde ein ja, durchgängiges Kundenerlebnis, heißt es, entlang aller Produkte und Dienstleistungen. Und da fangen dann die Probleme an, wenn Sie Netz und Vertrieb getrennt haben, wenn das getrennte Gesellschaften sind, hätten Sie auch getrennte Portale, getrennte Rechnungen und so weiter. Und darüber hinaus geht es dann noch weiter, dass der Kunde natürlich oder erwartet, dass er alle Leistungen auf einmal einkaufen kann. Wenn Sie einen Neuanschluss als Beispiel nehmen, jemand baut ein Haus, lässt den Netzanschluss von Ihnen bereitstellen und will auch gleich den passenden Tarif dazu auswählen. Dann ist es schwer, dem Kunden zu vermitteln, ja, für den Hausanschluss musst du dich dann da hinwenden und für den Tarif wendest du dich bitte dann dahin. Da kommen wir an die Problematik ran. Was bedeutet das für Sie als Energieversorger? Also erstens, wenn Sie getrennte Systeme haben, dann können Sie kein Cross-Signing mehr machen. Klar, wenn Sie nicht wissen, dass jemand einen Netzanschluss hat, dann können Sie dem auch keinen Stromtarif anbieten. Wir haben weiterhin Probleme bei der Kundenzufriedenheit, ja, eben den Kunden entsprechend zufriedenzustellen. Wiederum das Beispiel, wenn er in zwei verschiedene ich habe zwei verschiedene Kanäle wenden muss, um einen Netzzugang zu kriegen und um einen Stromtarif zu kriegen, dann wird er sich fragen, ja, warum muss ich denn das da machen? Ja? Warum muss ich das denn getrennt machen? Intern bedeutet diese Trennung für Sie dann auch, dass Sie Probleme haben mit der Optimierung Ihrer Organisation. Effiziente Prozesse, durchgängige Prozesse, Wiederverwendung von vorhandenen Daten sind dann die Hauptthemen. Und dann kommen noch dazu, dass Sie eben Ihre Marken entsprechend positionieren wollen gegenüber dem Kunden, was aus regulatorischen Gründen ein Hindernis sein kann, dass Sie eben diese Kundenkanäle, ich hatte von zwei Zugangswegen gesprochen, dass Sie da die persönlichen Präferenzen und dass die individuelle Nutzungserfahrung, die der Kunde erwartet, also was man üblicherweise dann eben an Präferenzen des Kunden abspeichert, dass sie das über zwei Portale verteilt haben. Daraus ergibt sich dann eben die Problematik. Was sind jetzt die konkreten Anforderungen aus geschäftlicher Sicht? Erstens, ansonsten können Sie den Laden zumachen, ist gegeben die Einhaltung der Vorgaben, die aus den Anbandlehren kommen und natürlich auch aus der DSGVO kommen. Zweite Präferenz könnte bei Ihnen sein, dass Sie trotzdem eine großmögliche Transparenz über den Kunden haben wollen, eben aus den genannten Gründen von eben. Warum? Eben, weil Sie Ihre Pflege- und Prozesskosten reduzieren wollen, keine doppelte manuelle Datenpflege als Beispiel. Und eben auch, um den Kunden trotz der Unbundling-Vorgaben und DSGVO-Vorgaben eine ganzheitliche Nutzungserfahrung geben muss. Sprich, er muss nicht alle Daten doppelt eingeben und sich bei zwei Hotlines melden und so weiter und so fort. Und natürlich dann auch, dass Sie ein Cross-Selling,
produktübergreifend anbieten können, sodass sie zum Beispiel ein ÖPNV-Ticket anbieten können für Kunden, die sowieso bei ihnen im Stromnetz sind oder Elektroladen oder was es heutzutage da alles am Markt gibt. Wie sieht das dann in der Praxis aus? Machen wir einen kleinen Exkurs. Die Kundensicht. Stellen wir uns einen Kunden vor, der mehrere Verträge hat, eben in getrennten Sparten, Strom, Netz und ÖPNV, also ein größerer Stadtversorger. Wenn Sie jetzt getrennte Systeme haben, hart getrennte Systeme, dann muss der Kunde für jeden Vertrag einen separaten Login in einem Portal benutzen oder eben klassisch den Kundenservice anrufen oder anschreiben, weil es kein System gibt, das die Informationen über alle Verträge vorhält. Das wäre also quasi die Null-Grad-Sicht. Das kollidiert aber mit der zu erwartenden Erwartungshaltung des Kunden. Ja, der Kunde erwartet, damit er es einfacher hat, einen Login und damit Zugriff auf alle ihn betreffenden Daten und Verträge, eben eine gute Übersicht, unabhängig vom jeweils dahinterstehenden technischen System. Den Kunden interessiert es nicht, dass es Unbundling-Vorgaben gibt. Der Kunde möchte schnell seine Verwaltungstätigkeiten erledigen, Adressänderungen mitteilen, dergleichen, Bankverbindungen mitteilen und das nicht für jeden Vertrag oder für, zumindest für jede Sparte einzeln in X-Systemen tun müssen. Es ist die Frage, wie kann man das unter diesen Unbundling-Vorgaben eben realisieren? Und unser Lösungsansatz ist, dass eben die Informationszusammenführung durch ein separates, zentrales MDM, Master Data Management System, gemacht werden kann. Das heißt, Sie haben Ihre Spartensysteme, zum Beispiel eins für Stromverträge und eins für Netz oder auch noch weitere. Und die haben jeweils die getrennten Daten. Damit sind die Unbundling-Vorgaben erfüllt. Und Sie haben zentrale Systeme. Dazu gehört dann das MDM, das Master Data Management System, das zusammen, was die Daten zusammenführt und dann eben auch weitere Systeme bereitstellt. Das MDM-System ist dann also ein Vermittler zwischen den zu trennenden Systemen und trennt auch die Daten entsprechend der Vorgaben aus Unbundling und DSGVO. Und es ist auch Datenlieferant für zentrale Systeme wie Ihr zentrales S/4-System mit BW dran und auch dem Kundenmanagement-System, eben ein klassisches CRM oder auch die neue Utilities Cloud. Was das MDM-System dann auch gleichzeitig noch leisten kann, ist eben, dass es die Verbindung zum Altsystem ist, inklusive Migrationspfad. Das heißt, wenn bei Ihnen die Umstellung auf ein S/4-System stattfindet, Sie noch mit dem bisherigen ISU-System arbeiten, sowieso ein Unbundling durchführen wollen, dann bietet Ihnen das MDM auch noch einen Migrationspfad, mit dem Sie die Daten von dem Debitorenmodell über das MDM in das Business Partner Modell überführen können und damit dann eben S4 tauglich sind. Die Daten dann von dem MDM-System in ein aufzubauendes S4-System zu bringen. MDM basiert ja auf dem S4-Kern. Das ist dann ein Knopfdruck auf die Replikation. Wenn Sie diesen Weg gehen, dann haben Sie eine wesentliche Arbeit einer S4-Umstellung vorverlagert, abgetrennt und können sich bei Ihrem S4-Aufbau auf die
ja, anderen vielfältigen zu implementierenden Teile konzentrieren und müssen sich nicht noch um die Business-Partner-Datenaufbereitung kümmern. Das ist dann in einem MDM-Projekt schon passiert. Schauen wir uns weiter an, wie die Arbeit im Kundenservice ablaufen könnte und welches Erlebnis der Kunde dabei hat. Also Szenario ist, der Kunde ruft an und muss eben identifiziert werden, dass der Herr Meier wirklich der Herr Meier ist. Bei hartgetrennten Systemen müsste zuerst geklärt werden, um welchen Vertrag es geht. Herr Meier, in welcher Angelegenheit rufen Sie uns an? Wollen Sie etwas mit Ihrem Hausanschluss klären oder wollen Sie etwas mit Ihrem Stromtarif klären oder wollen Sie etwas mit Ihrem ÖPNV-Ticket klären? Gut, das weiß der Kunde dann wahrscheinlich schon, was er da möchte. Welcher Vertrag das ist, ist dann natürlich schon wieder eine andere Sache. Ja? Dementsprechend müsste dann also der Service-Mitarbeiter das jeweilige Serviceprogramm aufrufen, sich auf verschiedenen Systemen anmelden oder angemeldet sein und dann das Netzsystem, das Stromsystem, das ÖPNV-System aufrufen. Das ist noch der gute Fall. Wenn jetzt aber dieser Service-Mitarbeiter nicht übergreifend arbeiten darf oder kann, dann kommt der Fall, dass man eben weitervermittelt werden müsste in eine andere Abteilung. Ja, Entschuldigung, wir sind hier nicht zuständig, wir stellen Sie an die Kollegen durch. Und damit ist der Kunde dann wieder in der Warteschleife, was das messbare Kundenerlebnis wahrscheinlich verschlechtert. Zudem ist es natürlich ein Aufwandstreiber für Ihren Kundenservice. Was erwartet der Kunde? Der Kunde erwartet, dass er einen zentralen Ansprechpartner für alle ihn betreffenden Daten und Verträge hat, unabhängig vom jeweiligen System. Denn der Kunde weiß nichts und will nichts wissen über die internen Herausforderungen mit Technik und Regularien. Wenn ich als Kunde anrufe und sage, ich habe eine neue Telefonnummer, ändern Sie die bitte bei allen Verträgen, bei allen Daten ab oder eine andere Adresse oder eine andere Bankverbindung, dann möchte ich, dass das mit einem Anruf erledigt ist und nicht, dass ich dafür 3, 4, 5 Hotlines durchtelefonieren muss. Ganz klar. Das wäre aber die Konsequenz einer vollständigen Systemtrennung in allen Sparten. Was also gebraucht wird, ist erstens ein zentraler Kundenservice, das ist die erste Erkenntnis. Und der braucht dann die Daten mit spartenübergreifenden Identifikationsmöglichkeiten. Es ist erlaubt, gemäß Unbundling-Regeln einen zentralen Kundenservice zu haben. Wissen wir aus der Praxis. Man muss dann schauen, welche Informationen, die übergreifend zur Verfügung gestellt werden können. Das sollte individuell geklärt werden. Und diese Informationen werden dann eben dem Kundenservice zur Verfügung gestellt. Aufpassen muss man, welche Daten man wohin verteilt. Das ist der entscheidende Knackpunkt, um DSGVO und Anwendung einzuhalten. Was Sie also brauchen, um jetzt hier bei dem Beispiel Identifikation zu bleiben, ist, Sie brauchen den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum und dann noch ein weiteres Identifikationsmerkmal. Zum Beispiel, wenn Sie die Abfrage über die Bankverbindungsnummer machen wollen, eben nennen Sie uns bitte die letzten 4 Stellen Ihrer IBAN, dann ist die Frage, welche. Der Kunde könnte mehrere haben. Dann braucht man eben die Bankverbindung aus allen Verträgen, die der Kunde unterhält. Und eine Klärung, ja, haben Sie mir jetzt die IBAN von dem Netzvertrag gegeben oder haben Sie mir jetzt die IBAN von dem Linienticket oder ÖPNV-Ticket gegeben? Das
ist viel zu aufwendig für den Kunden. Deswegen Konsequenz, der Kundenservice muss alle Bankverbindungen in dem Fall oder alle Telefonnummern, je nachdem, was man eben benutzt, eben zur Verfügung haben. Die braucht man sowieso, denn so ein Standardfall, dass ein Kunde eine andere Bankverbindung durchgibt und die dann auf alle Sparten angewendet werden soll, das sollte ja auch für den Kunden eben in One Go, also auf einem Durchlauf möglich sein. Wie kann man das umsetzen? Wie kann man solche Anforderungen umsetzen und nicht die Regeln des Anbandlinks ersetzen, verletzen? Das widerspricht sich ja erstmal. Die Lösung hatte ich schon angedeutet. Die Lösung sieht so aus: Ich habe getrennte Sparten, getrennte Systeme. Das kann in Ihrem konkreten Fall anders da aussehen, je nachdem, in welchen Sparten Sie unterwegs sind. Klar ist aufgrund Anbandlinkregelung, dass das Netzsystem ein getrenntes sein muss. Und andere Sparten könnten in getrennten Systemen sein, könnten aber auch in gemeinsamen Systemen sein. Wenn Sie sich jetzt im klassischen ISU unterwegs sind, dann haben Sie hier wahrscheinlich mehrere Sparten in einem System drinne, um allein die Infrastrukturkosten niedriger zu halten. Und da es ja bisher auch keinen Bedarf gab, die Daten zu trennen. Was Sie in Ihrem System, in Ihrer Systemlandschaft sehr wahrscheinlich auch haben, ist, dass Sie ein CRM-System haben. Entschuldigung, ich war eben ein bisschen falsch. Sie haben Ihr bisheriges ISU-System, in dem waren alle diese Sparten drin, inklusive Netz. Und das haben Sie mit einem CRM-System bedient. Und was Sie jetzt dann brauchen, ist eben diese Auftrennung, dass das Netz zumindest separiert wird. Ja, also wir haben hier die alte Welt, ein ISU, ein CRM im einfachsten Falle. Und die neue Welt sieht so aus, dass Sie aufteilen, zumindest Netz muss ein separates System sein, die anderen könnten zusammen sein. Darüber haben Sie dann auch wieder ein zentrales SQL-System, was alle Daten zur Verfügung haben soll und darauf aufbauen dann auch Ihr Reporting. Wie kriegen Sie die Daten jetzt eben in dieses zentrale S4-System hinein und wie können Sie den regulierten Austausch zwischen den Sparten machen? Nun, indem Sie eben ein MDM-System benutzen, das den gemeinsamen Datentopf bereithält, aber eben auch die Informationen logisch getrennt hält. Sie haben diverse Sparten, zum Beispiel Strom, ÖPNV und Dienstleistungen in dem einen logischen Datentopf und Sie haben die Netzdaten in einem anderen Datentopf. Sieht in der Praxis so aus, dass Sie eben die Kunden, die hier in dem System noch eine Debitorennummer haben, dann in der neuen Welt, die Netzkunden duplizieren müssen, bekommen eine neue Geschäftspartnernummer und sind ab dann eben getrennt zu halten. Also letztendlich ist es ein Carve-out aus dem alten ISU-System. Jetzt haben wir zwar eine gemeinsame Datenhaltung auf dem System, hier im MDM und haben hier unsere getrennten Daten drin, alles schön und gut, auch die zentralen Daten bereitgestellt für ein zentrales S4-System oder auch für ein neues Kundenportal, Utilities Cloud. Das wäre alles ganz schön. Das ist der Stand nach einer initialen Migration. Jetzt gibt es aber Datenänderungen. Die Datenänderungen, die permanenten Datenänderungen, sind gekennzeichnet mit diesem Kreis und Kringel, also so ein Prozess, der lokal abläuft. Und wie Sie hier sehen, finden die Änderungen von Daten in dieser Landschaft, in diesem Business-Szenario an multiplen Orten statt. Ja. Jedes lokale System kann und muss die Daten ändern, egal ob es das Netzsystem ist, das Stromsystem oder das ÖPNV-System ist.
Sie haben auch noch Einfluss von außen über die Marktkommunikation, können auch noch Datenänderungen hineinkommen. Teile haben Sie mindestens in einer Übergangsphase noch im alten ISU-System laufen oder auch im alten CRM. Und natürlich der neue große Dreh- und Angelpunkt für Änderungen, zumindest was Kundendaten angeht, ist eben das CX Utilities Cloud. So, und alle diese Änderungen müssen Sie jetzt dann unter einen Hut bekommen. Sie müssen ja synchrone Daten haben, Sie können ja keinen Datenschiefstand haben. Und das ist genau das, wo jetzt das MDM prozessual ins Spiel kommt. Das MDM wird als Datendrehscheibe benutzt. Jede Änderung, die zum Beispiel jetzt hier die in einem Sprachensystem erfolgt, zum Beispiel hier im Netzsystem, wird repliziert in das MDM-System hinein und vom MDM-System aus geregelt gemäß Unbundling-Regeln wieder rausrepliziert an die Systeme, die das empfangen dürfen. Ja, also hier wird das Need-to-Know-Prinzip dann gemäß Marktgesetzen umgesetzt und eine Information sieht dann in der Praxis so aus, dass zum Beispiel eine Adressänderung, eine Bankverbindungsänderung aus dem Bereich Strom durchaus dem ÖPNV und den anderen Dienstleistungen mitgeteilt werden darf, dem Kundenportal sowieso, aber eben nicht dem Netzsystem und umgekehrt. Ja, also speziell Daten aus dem Netzsystem sind dann stark reglementiert, sowohl was die Änderungen generell angeht, an identifizierenden Merkmalen, also Name, Adresse und so weiter, als auch was die Verteilung, wohin dürfen die Daten gehen, angeht. Was Sie immer machen dürfen, ist, dass Sie Daten über die Marktkommunikation schleusen. Eine Änderung, weil an der Marktkommunikation eben jemand mal teilnehmen kann, alles, was darüber geht, dürfen Sie austauschen. Das heißt, ein höchst legaler Austauschweg ist eben zwischen Strom, Gas, Wärme und also Strom, Gas und Netz auszutauschen. Das ist wunderbar, das können Sie machen, aber ÖPNV-Dienstleistungen sind ja daran nicht angeschlossen. Und auch Ihr Utilities Cloud oder das zentrale S4-System sind nicht an die Marktkommunikation angeschlossen. Deswegen langt es nicht, die Marktkommunikation als Austauschwerkzeug zu benutzen. Hinzu kommt, dass die Marktkommunikation eine Durchlaufzeit von mehreren Minuten hat und Sie damit keine Prozesse abdecken können, dass ein Kunde bei Ihnen am Informationsschalter steht und etwas möchte oder auch am Telefon ist. Ja, warten Sie bitte, wir müssen jetzt 5 Minuten warten, bis Ihre Adressänderung auch auf dem Netzsystem angekommen ist und ich Ihnen dann die neuen Unterlagen zur Verifizierung vorlesen kann oder sowas. Ja, also da muss man sich schon eines internen Systems bedienen. Wie sehen die Prozesse jetzt ganz konkret aus? Also grundsätzlich muss das Ziel sein, eine volle Automatisierung dieser Drehscheibenprozesse zu erreichen, dass nur noch Klärungsfälle, Konfliktfälle eben mit Eingriff erfolgen, allein aufgrund der Höhe der Anzahl der zu erwartenden Fälle, ja. Also wir haben unsere Datentöpfe getrennt nach Sparten, die in einem gewissen Zustand sind. Der ist hier Zustand A benannt und wir haben Einfluss zum Beispiel durch die Marktkommunikation. Weiterhin haben wir auf diesen Systemen lokal, also spartenlokale Prozesse laufen, die mathematisch gesprochen die Daten von einem Zustand A in einen Zustand A' überführen. Ja, sind also verändert. So. Sind die Daten dann, wir reden von demselben Datentopf hier, zu einem anderen Zeitpunkt, das sind die veränderten Daten. So.
wie kriegen wir das jetzt, die sind jetzt in einer Sparte verändert. Ja? Wie kriegen wir das jetzt hin, dass es in allen Sparten wieder synchrone Daten sind? Wir haben eine Replizierung, wie gesagt, in das MDM, MDG-System hinein, automatisch über Webservice-Schnittstelle. Und grundsätzlich gibt es da die Möglichkeit, die Prozesse auszuprägen. Wie gesagt, Ziel ist es, eine Automatisierung zu machen. Es gibt also grundtechnisch aus MDM-Sicht gibt es eine Anforderung, einen Change Request, der kommt rein. Da finden gegebenenfalls Prüfungen statt. Es können eine Datenangleicherung stattfinden, es können ein Fraud Management stattfinden. Sonderfälle könnten ausgesteuert werden. Das ist dann die Prozesslogik kundenindividuell. Aber in der Regel, wie gesagt, Standardfälle würden durchgeroutet werden durch die Logik. Und es wären dann auch noch eine Aufteilung von Prozessen in verschiedene Teilschichten möglich, beispielsweise, dass die Debitorenbearbeitung anders da aussieht wie die Kreditorenbearbeitung, anders da aussieht wie die Sterbefallbearbeitung und anders da aussieht wie ÖPNV-Ticketbearbeitung, falls es da irgendwas automatisch oder auch manuell zu bearbeiten gibt. Und im MDM haben wir dann per Definition wieder den konsistenten Datenbestand, der jetzt dann noch an alle Systeme, die diese Daten gemäß Unbundling-Regeln empfangen dürfen, verteilt werden muss. Sprich, wenn ich jetzt hier unten im, sagen wir mal, Stromgas-Wärmesystem eine Adressänderung, na, sagen wir mal was anderes, Telefonnummernänderung durchgeführt habe, das ist dieser Prozess. Ich ändere hier im Stromgas-Wärmesystem eine Telefonnummer, dann habe ich hier diesen Zustand inkonsistent. Ich habe in einem System eine neue Telefonnummer und in den anderen stehen noch die alten. Diese Änderung wird gemeldet ans MDM, dort als neue Wahrheit, das Golden Record abgespeichert und wird dann gemäß Unbundling-Regeln rausverteilt an die Systeme, die das empfangen dürfen. Und wenn das jetzt beispielsweise eine Änderung im Netzsystem wäre, die nicht verteilt werden dürfte, dann wäre das eben im MDM so geregelt, dass die Replikation nicht ans Stromsystem, aber natürlich auch an die übergreifenden Systeme geht, sprich an das CRM, Utilities Cloud, beziehungsweise ans S/4HANA. Gegebenenfalls auch an ein altes ICU-System, wenn Sie dort noch Non-Commodity-Dienste für Netz drin haben. Ich hoffe, das ist an dem Beispiel transparent geworden. Ich würde gerne in den letzten 5 Minuten noch auf einige spezielle Punkte eingehen, grundsätzliche Punkte, die gelöst werden müssen, Anforderungen, die Sie in dem Kontext sicherlich dann auch haben. Also erstens, Sie brauchen eine verteilte Governance, sprich Verwaltung und Administrierung der Daten. Denn die Daten, dieselben Daten, der Hans Meier ist in mehreren Sparten vorhanden, die entstehen an verschiedenen, in verschiedenen Sparten und können auch in verschiedenen Sparten geändert werden. Je nachdem, wo gerade eine Datenänderung anfällt. Die Lösung ist, wie gesagt, die Datendrehscheibe, die die Daten über alle Systeme gemäß Regeln einsammelt und auch wieder verteilt, soweit es eben erlaubt ist. Und damit können Sie eine 360-Grad-Sicht auf den Geschäftspartner in Summe erreichen. Sie können es aber auch so ausprägen, dass Sie das Netz eben separat sehen. Man nennt das dann 270-Grad-Sicht. Sie können das nutzen für den Geschäftspartner, weitgehend im MDG-Standard. Und Sie können es auch für bestimmte ISU-Objekte benutzen. Das ist dann spezielle Logik, die das MDM nicht im Standard unterstützt.
Aber die Bausteine des MDM, zum Beispiel Replikationsmodelle und dergleichen, können da sehr gut wiederverwendet werden. Außerdem brauchen Sie manche ISU-Objekte gegebenenfalls zusammen mit den Informationen in der Utility-Cloud. Zum Beispiel ein Anschlussobjekt. Was sinnvoll ist, ist, dass die Spartensysteme einen Geschäftspartner, der Ihnen noch nicht bekannt ist, beim MDM anfordern können. Also eine Datensatzanfrage. Es ruft jemand, nehmen wir an, Sie haben einen Kunden im Netzsystem, weil er sich ein Haus gebaut hat und hat schon einen Hausanschluss. Und dann ruft der Kunde später wieder an und sagt, ich hätte jetzt gerne euren Stromspartarif. Und dann kann der Kundendienstmitarbeiter fragen, ja, sind Sie denn schon Kunde der AG? Und wenn der dann sagt, ja, dann können Sie die Frage stellen, darf ich Ihre Daten abrufen aus der Sparte XY, also Netz in dem Fall, sind Sie damit einverstanden? Wenn der dann sagt, alternativ können Sie mir die Daten alle neu durchgeben. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, dann drücken Sie aufs Knöpfchen und machen technisch gesehen eine Anfrage beim zentralen MDM und haben alle Daten korrekt vorliegen, können den Kunden nochmal rückfragen, sind diese Daten noch richtig, sind die noch aktuell? Und Sie haben eben den Vorteil Zeitersparnis bei der Erfassung, bereinigte und geprüfte Daten schon vorab und Sie können dann auch eine Verknüpfung zwischen den Daten anlegen und es ist auch erlaubt und können dann eben auch gewisse Teile trotz unbundling Auflagen synchronisieren zwischen den Systemen. Vor allen Dingen im Hinblick auf die zentralen Systeme, S4, BW und Utilities Cloud. Haben Sie dann die Information, aha, der Kunde ist hier spartenübergreifend eben da. Die Trennung wird auch eingehalten, eben dadurch, dass Sie ein zentrales Verteilmodell auf der Datendrehscheibe haben, wo alle Regeln hinterlegt sind. Und das ist im MDM, Data Replication Framework, flexibel anpassbar. Eine Alternative wäre eine Anpassung in der, eine Trennung und Filterung der Daten in der PO. Das ist aber nicht so flexibel wie in MDM. Eventuell haben Sie Daten von Debitoren und Kreditoren über mehrere Altsysteme verteilt. Dann ist eventuell eine Zusammenführung erforderlich, um die 360-Grad-Sicht zu bekommen. Da gibt es die Möglichkeit, das Key Mapping vom MDM zu benutzen, sodass Sie dann mehrere Debitoren und Kreditoren unter einem Geschäftspartner zusammenfassen können. Und die Altsysteme erhalten nach dieser Zusammenführung und Harmonisierung eben auch diese harmonisierten Daten vom MDG wieder rausrepliziert, gemäß Unbundling-Regeln. Die verschiedenen Schlüssel, also alte Debitorennummern, mehrere Kreditornummern und so weiter, werden eben vom MDM verwaltet und der große Vorteil von der Funktionalität ist, dass Sie eben am Altsystem keine Schlüsselumstellung machen. Der Kunde kriegt davon nichts mit, Sie müssen ihm keine neue Kundennummer mitteilen oder dergleichen. Was Sie in der Regel auch brauchen, ist, dass Sie externe Datenquellen anbinden oder dass Sie eine periodische Bereinigung der Daten brauchen. Da gibt es mit dem Master Data Consolidation, kurz MDC, ist ein Teil vom MDM, die Möglichkeit, diese Prozesse zu benutzen. Die sind dann also eben die Prozesse get clean, also die Daten sauber bekommen, zu normalisieren. Aus SS wird SZ bei der Straße beispielsweise. Oder auch, dass die Daten periodisch oder regelmäßig sauber gehalten werden, eben dass sie KPIs definieren für Datenqualität, die Datenqualität messen. Da bringt das MDM einiges mit. Sie können die Daten entweder über Webservice
in diese Replikat-Datendrehscheibenschleife durchlaufen lassen oder Sie können auch Excel als Ton benutzen. Deduplizieren von Daten, also Zusammenführen von Daten und Konsolidieren funktioniert damit auch wunderbar. Als letzten Punkt möchte ich Ihnen dann noch mitteilen, dass es eben auch für die ISU-Objekte, das Anschlussobjekt steht da im Fokus, gut machbar ist, dass die Datenhaltung dann über das MDG läuft und die Verteilung erfolgt. Eine Prüfung der Regionalstruktur haben wir implementiert, die ist nicht im MDG-Standard, im ISU ja, im MDG nicht, haben wir implementiert. Und die Verteilung von Systemstammdaten, da bietet sich das MDG dann eben auch an, dass man Regionalstruktur, Stammdaten, die Bankenstamm verteilt. Ja, hiermit möchte ich dann zum letzten Punkt kommen, um Ihnen noch kurz die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wenn Sie zum Beispiel die Gangfolge übergreifend weiterhin machen wollen, um nicht Doppelablesungen für Strom und für Gas zu haben, dann wäre das zum Beispiel auch eine wichtige Information, die Sie im MDM und anderen Systemen übergreifend zur Verfügung stehen. Damit bin ich bei meinem letzten Punkt angekommen und möchte Ihnen die Möglichkeit geben, jetzt noch Fragen zu stellen. Sie können gerne auch noch Fragen im Nachgang formulieren, die wir dann gerne auch beantworten werden. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und möchte noch darauf hinweisen, dass es ein Folgewebinar dazu gibt, das sich mehr mit den technischen Gegebenheiten auf der ISU-Seite befasst.